umrahmt von hohen Bergen und langgezogenen weiten Tälern, eingebettet im Naturpark Ammergauer Alpen, liegt das Benediktinerkloster Ettal mit ihrer herrlichen Basilika. Östlich angrenzend an das Kloster, auf einer kleinen Anhöhe, hat sich die Schaukäserei Ettal etabliert. 37 Bauern aus den Ammergauer Alpen haben sich zu einer Genossenschaftskäserei zusammengeschlossen, um ihre hochwertige Milch zu verschiedenen Produkten wie Käse, Butter, Quark und Joghurt zu verarbeiten und zu vermarkten. In der weitgehend unberührten Natur des Ammertals, auf saftigen Wiesen mit wertvollen Gräsern und Kräutern, weiden die Kühe der 37 Genossen. Schon in den frühen Morgenstunden wird die frische Milch an der Schaukäserei angeliefert. In der Schaukäserei werden täglich ca. 4000 Liter Milch angeliefert. Die Milch wird dann bei uns zunächst über einen Plattenwärmetauscher gefahren. Dort wird die Milch auf 75 Grad erhitzt und im direkten Gegenstrom zur kalten Milch wieder abgekühlt. Ebenso in diesem Zuge wird die Milch in einem Separator gereinigt und dann auf die entsprechenden Stationen verteilt, sei es zum einen Käsekessel, zum anderen Joghurtfertiger. Die Kulturzugabe zur Kesselmilch erfolgt unmittelbar nach dem Befüllvorgang. Die Kulturen im Käse bewirken zum einen den Abbau des Milchzuckers zur Milchsäure und zum anderen Einfluss auf den Geschmack des Käses. Die Labzugabe erfolgt nach ca. 60 Minuten Vorsäuerung bei ca. 32 Grad. Das Lab bewirkt die Gerinnung vom Milcheiweiß. Wir verwenden ausschließlich Kälbermagenlab. Das ist die ursprünglichste Form des Labes. Circa 45 Minuten nach der Labzugabe hat die Gallerte die ideale Festigkeit. Die ideale Festigkeit ist dann, wenn die Gallerte porzellanartig trifft. Nach etwa 50 bis 60 Minuten ist die Gallerte stabil und es kann mit dem Schneiden der Masse begonnen werden. Der Käsemeister überprüft die Korngröße und bestimmt die Rührzeit zum Vorkäsen. Die beiden Käseharfen schneiden den Käsebruch auf eine bestimmte Korngröße. Der verbleibende Käsebruch wird mit 40 Grad warmem Wasser gewaschen und weiterhin gerührt. Der gewaschene Käsebruch wird nun in die Vorpresswanne gesaugt. Dort erfolgt jetzt die Trennung von Molke und Käsebruch. In dieser Vorpresswanne wird die Käsemasse gleichmäßig verteilt. Dann werden darauf die Siebbleche gelegt, die den Pressdruck gleichmäßig auf den Rohkäse verteilen. Durch das Auflegen der Pressschienen und der Luftdruckzylinder wird der Käsemasse die letzte Molke durch Druck entzogen. Mit Schneidelehren
wird die Rohkäsemasse aus der Vorpresswanne herausgeschnitten und portionsweise in die vorbereiteten Pressformen umgesetzt. In diesen Pressformen wird der Käse jetzt 45 Minuten lang wiederum mit Luftdruck in Form gepresst und verliert hierbei den letzten Rest der Molke. Das Wenden beim Käse erfolgt zweimal bei uns in ca. 45-minütigen Abstand. Hat den Hauptgrund, dass der Käse gleichmäßig entmolkt. Der Rohkäse hat nun nach der Pressung und einer Ruhezeit einen bestimmten pH-Wert erreicht und wird mittels Elektroflaschenzugs in die Salzwanne abgesenkt, wo sie je nach Sorte bis zu 30 Stunden verbleiben. Die Zeit im Salzbad ist um. Der Salzgehalt beträgt jetzt 1,5 bis 2 Prozent Salz. Zur letzten Behandlung werden die Laibe nun in einen Reiferaum mit genau geregelter Temperatur und Feuchtigkeit gefahren. Je älter der Käse, desto unempfindlicher ist der Käse dann gegenüber Schimmel oder Ähnlichem. Das heißt, ein alter Käse, der wird maximal einmal pro Woche noch mit Salzlake geschmiert. Alle unsere Käsesorten sind rot geschmiert. Das heißt, die Oberfläche wird gepflegt mit einem Gemisch aus Salzlake und einem bestimmten Bakterienstamm, dem Brevibacterium linens. Diese Bakterien verleihen dem Käse das typisch rote Aussehen und gleichzeitig das typische Aroma. Wir stellen den Speisequark der Magerstufe her. Die Milch, die wurde gestern mit Milchsäurebakterien versetzt und ist jetzt ungefähr 12 Stunden lang bei Zimmertemperaturen hat die jetzt gesäuert. Dabei haben die Milchsäurebakterien den Milchzucker abgebaut zur Milchsäure und durch die Milchsäure ist das Eiweiß geronnen. Um die Gerinnung zu unterstützen, geben wir noch eine ganz minimale Menge Lab dazu. Der fertige Quark wird jetzt in 500 Gramm Bechern abgefüllt, verschlossen, mit einem Produktaufkleber versehen und zum Verkauf im Verkaufsraum der Schaukäserei bereitgestellt. Bei der Joghurtherstellung wird die Milch zunächst auf 90 Grad erhitzt, für 30 Minuten auf Temperatur gehalten und anschließend abgekühlt auf ca. 42 Grad. Wo dann die Kulturzugabe erfolgt. Nach ca. 5 Stunden ist der komplette Milchzucker abgebaut zu Milchsäure
Der Jubkopf ist dann fertig zum Apfel. Der Arm wird von der Butterung erhitzt auf 90 Grad, um die Abtötung aller pathogenen und produktgefährdenden Keime zu gewährleisten. Eine besondere Spezialität der Schaukäserei ist die Herstellung von Süßrahmbutter. Beim Butterungsvorgang werden die im Rahmen befindlichen Fettkügelchen zerschlagen und die austretenden flüssigen Fette verkleben sich dann, wodurch die Butter entsteht. Die Buttermilch ist das schmackhafte Nebenprodukt bei der Herstellung von Süßrahmbutter. Die fertige Butter wird nun wiederum von Hand zusammengeknetet und zu einem Strang geformt, der anschließend für kurze Zeit im Kühlraum gelagert werden muss. Das Portionieren und Verpacken erfolgt ebenfalls durch Handarbeit. Nach dem Anbringen der Produktaufkleber kommt der Butter in den Verkaufsraum und wird dort nach Gewicht verkauft. Auch die sehr gut schmeckende und gesunde Trinkmilch wird in Flaschen abgefüllt, verschlossen, mit einem Produktaufkleber gekennzeichnet, in Transportkisten gestellt und für die Auslieferung an unsere Kunden vorbereitet. Am Ende eines Arbeitstages muss die ganze Produktionsanlage gründlich gereinigt werden. Hygiene und Sauberkeit steht an erster Stelle. Alle unsere Produkte, die in solider Handwerksarbeit hergestellt werden, können Sie im Verkaufsraum der Schaukäserei käuflich erwerben oder im Brotzeitstüberl der Käserei genießen. Die artgerecht gehaltenen Kühe, die auf gesunden Wiesen des Ammertals weiden können, ergeben einen hervorragenden Käse. Mutige Bauern, die eine Genossenschaft gründeten, verantwortungsbewusste Mitarbeiter in Planung, Produktion und Verkauf, alle zusammen, Mensch und Tier, tragen zum Erfolg der Schaukäserei Ettal im Naturpark Ammergauer Alpen bei.